Wann kommt die erste Zinssenkung der Notenbanken? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Börsianer schon seit einigen Wochen und Monaten und wir uns heute auch in diesem Interview mit Vermögensverwalter Armin Glogger. Er ist Geschäftsführer bei Glogger und Partner. Schön, dass Sie wieder zu uns gekommen sind aufs Parkett. Herr Glogger, ursprünglich war ja erwartet worden, dass die US-Notenbank FED schon im März die Zinsen senkt. Das hat jetzt, sage ich mal, nicht geklappt. Das hat nicht funktioniert. Warum eigentlich? Ja, die Inflation in den USA ist wieder angestiegen, zwar nur ganz, ganz leicht, von 3,1 auf 3,2%, also sprich um 0,1 Prozentpunkte. Aber das hat der Fed dann schon den Ausschlag gegeben, zu sagen, ja, wir warten noch mit der Zinssenkung, wir wollen noch mal eine Ruhe im Kapitalmarkt haben, jeder soll sich noch mal konzentrieren, die Unternehmen sollen weiterhin sich auf das Kerngeschäft konzentrieren und nicht schon wieder über verbilligte Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken, sondern einfach noch mal alle durchatmen. Kurz konzentrieren und weiter geht's. Steht also und fällt also alles mit der Inflation. Wie sehen denn da die Projektionen aus in den USA und in Europa? Weil das ist ja offensichtlich die Haupttriebfeder für weitere Zinssenkungen. Ja, die Inflation ist maßgebend entscheidend für diese Notenbanken, für die Europäische Zentralbank und auch für die Fed. Es gibt so dieses Ziel, dass die Inflation 2% als Zielmarkt ausgegeben ist und das ist das Ziel auch, wie die Notenbanken darauf hinarbeiten. Sprich, ist die Inflation unter 2%, wird die Geldpolitik so angepasst, dass man auf 2% kommt. Ist die Inflation über 2%, wird die Geldpolitik so bearbeitet, dass man runterkommt. Und das ist sicherlich der entscheidende Faktor. Wir haben in den USA, wie gesagt, ganz leichte Zinssteigerungen gehabt oder auf der Inflationsseite. Also muss man hier wieder nachjustieren und das ist gerade aktuell der Fall. Wann könnte es denn jetzt die nächsten und ersten Zinssenkungen geben, sowohl in Europa als auch in den USA? Ja, der Finanz- und Kapitalmarkt, der geht jetzt davon aus, dass es im Juni die ersten Zinssenkungen auf beiden Seiten des Atlantiks kommen könnte. Ja, die Notenbanken halten sich schon vage und sagen, ja, das könnte eventuell sein, wenn die Inflation weiter runterkommt. Die Inflation ist schon ein hartnäckiges Brett, das man bohren muss. Es geht nicht von heute auf morgen, dass die Inflation runtergeht. Also das ist ganz bewusst gewählt worden, diese Aussagen, dass sie es vorhaben zu machen, aber es ist keine Garantie. Wie gesagt, man geht davon aus, dass es im Sommer, im Juni, Juli die ersten Zinssenkungen gibt. Das ist auf der einen Seite die Politik der Notenbanken, aber viele Anlegerinnen und Anleger fragen sich natürlich, was bedeutet das für mein Portfolio? Was bedeutet das für die Börsen schlussendlich? Haben Sie da einen Hinweis? Ja, absolut. Sinkende Zinsen oder sinkende Inflationszahlen sind immer gut für die Aktienmärkte. Das heißt, der Investor überlegt, ich kriege weniger Zinsen auf dem Anleihenmarkt oder auf dem Tagesgeld. Wo kriege ich denn mehr Rendite? Und dann entscheiden sich die meisten Investoren für den Aktienmarkt. Und diese Rallye, die wir seit der Finanzkrise letztendlich haben, ist auch mitbegründet, dass wir immer fallende Zinsen hatten und dann die Kapitalmarktteilnehmer dann wieder mehr in Aktien investiert haben. Also das ist sicherlich gut. Für die Anleiheninvestoren ist es ein bisschen schlecht, die Anleihenkurse fallen. Somit muss man dann schon überprüfen, behalte ich die Anleihe bis zur Laufzeit oder muss ich vielleicht doch switchen. Also hier muss der Anleger ganz konzentriert schauen im Anleihenportfolio, aber für den Aktionär sind fallende Zinsen gut und fallen die Inflationszahlen auch für den Konsumenten. Und was immer auch hilft, ist auf Profis zu hören und sich entsprechende Videos anzuschauen, so wie beispielsweise von Armin Glogger heute hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Alles Gute für Sie. Danke.